So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Wir reden gerade mit der Mumie und das Ganze habe ich mir extra aufgespart für diesen Part, weil ich nicht denke, dass wir noch so viel mit ihr zu tun haben werden. Wie genau kann man das Gitter im Keller öffnen? Hey, ich rede mit dir. Du kannst sprechen? Weißt du was? Vergiss es. Ich bekomme schon selbst heraus. Lieber suche ich jeden Zentimeter dieses Hauses ab, als mir länger diese Gespräche mit dir anzutun. Du kannst sprechen? Ich weiß, du warst nie da unten, aber im Keller stand ein Stab. Und ins Kopfstück dieses Stabs gehört ein Edelstein, ein Diamant. Weißt du vielleicht, wo der ist? Aber natürlich, Mortimer. Du hast mich doch gebeten, ihn zu verstecken. Weißt du es nicht mehr? Ich habe es wohl vergessen. Wenn du mich nicht hättest. Würdest du ihn mir bitte geben? Ich brauche ihn mal kurz. Wen? Den Stein. Und bevor du fragst, ich meine den Stein, den du für mich aufbewahren solltest. Und erzähl mir nicht, du hättest es vergessen. Wie könnte ich das vergessen? Es war dir sehr wichtig, dass niemand den Stein finden kann. Okay. Dann gib ihn mir bitte jetzt zurück. Wie käme ich dazu, einer völlig fremden Person Mortimers Stein zu geben? Ah, sind wir jetzt Mortimer oder nicht? Aber ich bin Mortimer. Das ist doch lächerlich. Du bist zu groß, zu dünn, zu haarig und du hast diese Dinger da. Aber ich bin Mortimer. Das ist doch lächerlich. Ach, Mann. Ich hab genug von diesem Blödsinn. Gib mir den Stein. Niemals. Drohungen helfen dir nicht weiter. Ich kann Karate. Nun, mach doch mal. Ich hab genug... Niemals! Okay, dann schickt Mortimer mich. Ich bin eine Freundin von Mortimer. Er schickt mich, etwas aus dem Keller zu holen. Ich habe dich hier noch nie gesehen und ich vergesse nie ein Gesicht. Bitte, es ist dringend. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich würde nur einer wirklich guten Freundin von Mortimer den Stein geben. Das bin ich. Ich habe ihm einmal das Leben gerettet. Vielleicht. So... Wenn du eine gute Freundin von Mortimer bist, dann wirst du mir folgende Frage beantworten können. Welche Farbe hat seine Unterwäsche? Ach Gott, die Socken waren grau. Weiß, überwiegend. Er trägt keine. Woher kennst du die Farbe seiner Unterwäsche? Sie ist rot, ich komme wieder. Weiß, definitiv. Mehr oder weniger weiß. Das ist falsch. Wusste ich doch. Du willst dich nur hier reinschleichen. Nein, das war nur ein Scherz. Was? Weiße Unterwäsche, also bitte. Die Lösung ist... Ist weiß. Oder, nee, trägt er keine? Er hatte graue Socken. Irgendwas war weiß. Ich hätte gedacht, das war die Unterwäsche. Ha, das ist eine Fangfrage. Er trägt keine. Das ist falsch. Du kennst ihn gar nicht. Nicht so gut, wie ich ihn kenne. Ich habe mich halt nicht so sehr mit seiner Unterwäsche beschäftigt wie andere Leute. So etwas weiß man doch. Also, welche Farbe hat seine Unterwäsche? Ach Mensch, dann ist er halt rot. Rot. Er trägt meistens rote Unterwäsche. Das ist richtig. Rote Seidenunterwäsche. Aber das reicht mir noch nicht. Sage mir, wie heißt seine Katze? Ja, und das soll ich jetzt wissen, oder wie? Die Katze hieß Kinski. Ach, die ist tot. Seine Katze ist schon vor längerer Zeit gestorben. Draußen steht ihr Grabstein. Sie heißt Kinski. Es war ein Kater. Der Arme hat immer so gerne mit meinen Mullbinden gespielt. Ja, traurig, traurig. Aber damit habe ich ja wohl bewiesen, dass ich eine gute Freundin des alten Mortimer bin, oder? Du hast mir erst eine Frage beantwortet. Zwei. Hä? Du hast mich nach seiner Unterwäsche gefragt. Aber warum sollte mich seine Unterwäsche interessieren? Komm schon, beim Thema bleiben. Gibst du mir nun den Stein? Noch nicht ganz. Eine letzte Frage habe ich noch. Was sagte Graf Grunschfeld von Pieperbock zu seinem Adjutanten Henninger kurz vor der Schlacht am Buddlerberg? Hä? Falsch. Nein, ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin mir auch etwas unsicher. Es ist so etwas wie eine Kotfrage. Und du kennst die Antwort? Sicher. Mortimer hat sie mir verraten.
Und du hast sie nicht vergessen? Nein. Also, wie lautet die Antwort? Ja, garantiert. Garantiert ist das irgendein Easter Egg, das ich nicht erkenne. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich bin dein Vater, sagte er. Ich sprach von einem Angebot, das man nicht ablehnen kann. Er sprach. Die Antwort auf deine Frage lautet 234. Wahrscheinlich das hier, weil das so sinnlos ist. 234, natürlich. Wie? Was? 234. Das weiß ich ganz genau. Mortimer hat es mir viele Male gesagt. 234, was? Er ist 234 Jahre alt, oder das weißt du nicht? Aber das musst du doch wissen. Wie kann man das als guter Freund von Mortimer denn nicht wissen? Aber wie? Was denn? 234, das hat Mortimer dir nie erzählt? Nun ja, 234. Am Ende bist du doch gar kein so guter Freund, wenn du nicht einmal von der 234 weißt. Also, ach, die! Du meinst die 234? Natürlich. Ja, genau. Mit diesem, Dings. Exakt. Ich sehe schon, du bist also doch ein guter Freund vom alten Mortimer. Na sicher. Großartig. Jetzt, wo du das bewiesen hast, darfst du mir auch den Diamanten geben. Endlich. Vielen Dank. Gern geschehen. Ja, so dreht man das Ganze dann einmal um. Okay, wir haben den Stab und den Diamanten. Und den halten wir wahrscheinlich unten auf dem Boden. Passt perfekt. Und müssen versuchen, das Ganze irgendwie in einen der anderen Diamanten rein zu reflektieren. Zu bündeln. Benutze... Oder auch nicht. Doch, da. Schön, also das haben wir. Aber uns fehlt trotzdem noch eine Möglichkeit, das Licht da hochzubringen. Eventuell mit dem Holzzuber? Ja, komm, wir versuchen es nochmal mit dem Holzzuber. Ein Holzzuber? Na toll. Ja, das wissen wir. Nee, der Holzzuber ist es nicht. Irgendwas fehlt zum Reflektieren. Aber was? Was könnte fehlen? Wir haben auch nichts mehr im Inventar. Also es ist nichts irgendwie... Ich kann nicht mal mehr die Steinstatue anklicken. Und mit dem da werden wir jetzt erstmal nicht mehr reden. Lichtstrahl. Komm, uns fehlt doch nur noch eine Sache. Um das Ganze zu bündeln. Hier, und der Stab reflektiert das denn auf alle drei Augen. Auf dem Boden an der Figur gibt es seltsame Spuren. Es sieht so aus, als wäre die Figur gedreht worden. Ich muss versuchen, sie in ihre Ursprungsposition zurückzudrehen. Ja! Ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Naja, wer hätte denn erwartet, dass wir es nicht schaffen? Auf geht's, gucken wir uns das Buch an. Das, wovon so viel geredet wird. Das hier ist garantiert das geheimnisvolle Buch. Es ist alles mit der Hand geschrieben und es gibt einige Bilder. Hier wurden einige Wörter mit orangener Tinte geschrieben. Das gibt es doch nicht. Das Artefakt des Schicksals. Ich sollte das Buch so schnell wie möglich zum Erzmagier bringen.
Ich werde ihm das Buch so schnell wie möglich bringen. Solange ich nicht auf den Hexer und seine Spießgesellen stoße, sollte ich morgen Mittag in Seefeld sein. Oh, oh Gott. Die Kamera hat sich schon so komisch bewegt. Au! Ah! In der Stadt, Kapitel 2. Oh! Sehr geil! Damit haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Steht da Wuppermann? Ja, sieht komisch aus. Hallo. Warum starrst du so? Noch nie eine Stadtwache gesehen? Nein, du bist ein Mensch, oder? Ich? Ja, könnte man so sagen. Wow. Mein Name ist Bartholomäus Anton Schildträger, königliche Stadtwache von Seefels. Und wer bist du? Nennen Sie mich Herr Unterberg, ja natürlich. Mein Name ist Wetterquarz, Wilbur Wetterquarz. Mein Name ist Göran Gilbert Wood, okay. Und ich will Pirat werden. Nee. Wir sind derjenige, der wir sind. Mein Name ist Wetterquarz, Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Unterwegs in geheimer Mission. Wetterquarz? Na gut. Wo bin ich? Das ist Seefels. Die schöne Stadt am Meer. Residenz des Erzmagiers und Heimat der Seefels Finsterfiedler. Seefels? Dann habe ich es geschafft. Gerade so würde ich sagen. Dachte schon, die Orks schießen wieder mit Grunzern an unsere Mauern. Ich muss den Erzmagier sprechen. Es ist dringend. Da wünsche ich dir viel Glück. Die Wache am Tor zur oberen Stadt hat strenge Vorschriften. Die wird dich nicht einfach zum Erzmagier durchlassen. Ha, ist der Erzmagier denn überhaupt gerade in der Stadt oder obere Stadt? Ist dort der Turm des Erzmagiers? Was meinen Sie mit obere Stadt? Na, die Stadt ist geteilt in eine untere Stadt und eine obere Stadt. Der Turm des Erzmagiers ist natürlich in der oberen Stadt. Und was ist in der unteren Stadt? Wirtshäuser, Händler, die Wohnhäuser des gemeinen Volkes. Nun, zumindest hat es da mal gewohnt. Jetzt nicht mehr. Ist der Erzmagier denn gerade überhaupt in seinem Turm? Darüber darf ich keine Auskunft geben. So sind die Vorschriften. Können Sie mir denn etwas über den Erzmagier erzählen? Kennen Sie ihn persönlich? Natürlich kenne ich ihn. Die Stadtwache von Seefels ist auch für den Schutz des Erzmagiers zuständig. Warum muss er denn beschützt werden, wenn er so mächtig ist, wie alle sagen? Naja, er ist nicht unbedingt ein großer Kämpfer, glaube ich. Nicht? Nein, er ist etwas seltsam. Er denkt viel nach, weißt du? Seltsam. Warum tut er das? Wer weiß. Wo sind denn die Bewohner der Stadt? Weg. Viele sind gestorben, als die Stadt belagert wurde. Und die meisten Überlebenden sind dann mit Gustav dem Schönen losgezogen, um sich für die Belagerung zu rächen. Das war dann eher weniger erfolgreich. Und wie viele Menschen leben hier noch? Nicht mehr viele. Wenn der Erzmagier seinen Turm hier nicht hätte, wäre die Stadt vielleicht schon aufgegeben worden. Klingt alles ziemlich traurig. Es wird doch wieder aufwärts gehen. Warte, bis wir den Krieg gewonnen haben und alle zurückkehren. Also, die da noch leben. Was logisch ist. Aber wenn so gut wie niemand mehr hier lebt, wen bewachen Sie dann überhaupt noch? Ich bewache ja nicht die Bewohner, ich bewache die Stadt. Ich bewache sie so wie mein Vater vor mir und sein Vater vor ihm. Dessen Vater nicht, der war Hufschmied. Aber sein Schwager war bei der Stadtwache. Dessen Vater war Bäcker. Interessant.
Ich muss weiter. Irgendwie werde ich schon zum Erzmagier kommen. Ich wage es zu bezweifeln. Aber ich muss auch zurück auf meinen Posten. Die Pause ist vorbei. Also, Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Wir laufen uns bestimmt noch über den Weg. Danke, Herr Schildträger. Bis bald. Ja, Menschen sind schon eigenartig. Wir gucken uns hier ganz in Ruhe um, aber das Ganze im nächsten Part. Vielen Dank fürs Ansehen. Ich freue mich jetzt schon auf das zweite Kapitel von The Book of Unwritten Tales. Bis nachher.